Capcom, Mega Man, seit 1987. Mega Man X, Legacy Collection. Damit begrüße ich euch recht herzlich zur Mega Man X Legacy Collection. Übersteuern ein bisschen, ich hoffe, das ist nicht allzu stark. Ich mach mal das Headset ein bisschen leiser, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich so schreien muss. Ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen erträglicher. Ja, wir spielen Mega Man, haben wir lange nicht mehr. Es wurden noch keine Speicherdaten gefunden. Und deswegen fangen wir jetzt mal an. Wir haben doch alle drauf gewartet, oder? Das ist jetzt die Mega Man X Legacy Collection 1. Ich habe auch noch zwei. Was können wir hier? Sprache. Okay, ja, Sprache ist eigentlich ganz gut. Das ist die Sprache, die wir sprechen. Ja, das passt eigentlich. Okay. Können hier Anfängermodus ein oder aus? Wir sind keine Anfänger, oder? Ich weiß nicht, wie sich Mega Man X von den anderen unterscheidet. Aber wir schauen mal. Es ist die US-Version. Ich weiß nicht, ob die japanische Version anders ist. Capcom. Damals waren das noch riesige Speichergrößen, ne? Heute nicht mehr. Okay. Das sind wohl wir. Ja, wir sind ausgerüstet mit der Knarre. Gott, ich kann es gar nicht so schnell simultan übersetzen, wie das da steht. Warnung. X ist der erste einer neuen Generation von Robotern, die ein neues Feature haben, die Fähigkeit zu denken, fühlen und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie auch immer, diese Fähigkeit könnte sehr gefährlich werden, wenn X die erste Regel der Roboter bricht und entscheidet niemals also einen Menschen mal zu verletzen, das würde zerstörerisch enden. Und es würde nichts auf der Welt geben, das ihn aufhalten könnte. In etwa 30 Jahren wird es nötig. Oh, können die mal. Unfortunately, I will. Okay, da sie glaubten, dass es erst in der Zukunft wichtig wurde, wurde er versiegelt. Und diese Kapsel darf nicht zerstört werden. Oder nicht beschädigt werden. Mein Gott, das. Also. Ja, wenn ihr wollt, was. Okay, ist nichts Wichtiges. Ja, wenn ihr wissen wollt, was da stand, einfach mal Ton aus, Video, bisschen irgendwie 50% laufen lassen und dann geht das. Dann wisst ihr auch, was da stand. Okay, geht es. Der bricht jetzt aus. Also die Kapsel wurde wohl zerstört und jetzt. Ach so, nee, Moment. Das war noch Vorschau. Ich Depp. Okay, die Autos tun uns nichts. Ich muss mich hier erstmal wieder etwas anfreunden. Oh, du tust mir natürlich was. Kann ich aufladen? Ich habe einen Charge Beam. Oh. Ich kann mich nicht ducken übrigens. Ich kann auch kein sliden. Zumindest noch nicht. Aber die Welt scheint hier ja recht im Chaos zu liegen. Finden wir bestimmt noch raus, was in der Zukunft geschehen ist, dass wir jetzt hier sind. Aber wir würden natürlich niemals einen Menschen verletzen. Das ist der absolute Quatsch. Warum sollten wir das denn tun? Au. Ah, ich kann hier. Die Dinger geben mir indirekt ein bisschen. Boah, was stimmt denn mit dir nicht?
indirekt ein bisschen Schutz geben, die mir vor dem Feeder. Oh, der hat neue Tricks drauf. Die schmeißen uns hier mit Energie zu. Der Sprung war knapp. Und das ist unser Boss. Die Wespe des Todes, nannten sie sie. Okay, die haben wir zerlegt und jetzt sind wir hier unten. Links ist nichts, da kann ich auch gar nicht lang. Da komme ich auch nicht lang. Ah, ich kann so Walljumps. Okay, die wären in Mega Man 1 bis 10 nützlich gewesen. Okay, wir gucken mal, was hier unten ist. Einfach nur ein bisschen Heilung. Nicht? Wenn ich hier... Kann ich... Nee, ich kann nicht weiter. Okay, ich wollte wissen, ob das so ein semi-transparentes Ding ist. Also, nur auf der obersten Ebene kann man drauf, aber sonst fällt man runter. Aber ist nicht. Alles gut. Ich sehe gerade, das Spiel ist ein bisschen laut. Für euch. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ihr wisst, das erste Part ist immer so eine Sache. So, ich habe mir jetzt mal deutlich leise, jetzt ein bisschen arg leise. So. Jetzt ein bisschen leiser zumindest. Okay, das Vieh haben wir auch terminiert. Moment, erstmal gucken. Hier könnte überall noch ein E-Tank liegen. Ah ja, jo. Mit euch will ich mich jetzt sicher anlegen. Wofür machen wir das alles? Ich habe ja die Story nicht ganz lesen können, aber ich nehme mal an, hier ist ein Krieg ausgebrochen. Entweder wurden wir beschädigt, dass das hier das Ding ausgelöst hat. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oder, wir wurden mit voller Absicht reaktiviert, um hier die Situation zu klären und vielleicht sogar die Menschen jetzt zu retten. Hier scheint ja wieder, ja, ich wollte schon sagen, alles okay zu sein, zumindest vom Hintergrund her. Aber alles ist hier auch nicht okay. Nur vieles. Ich muss dazu sagen, das ist völlig blind für mich, was hier passiert. Wie man mir vielleicht anmerkt. Ich habe keine Ahnung, was hier Phase ist. Ich weiß nicht, was es für Gegner gibt. Ich weiß nicht, wer gegen wen effektiv ist. Boah. Ich weiß, dass die Sprünge hier arg knapp... Was bist du? Du siehst aus, als ob du später nochmal wichtig wirst. Es war keine Heilung, das ist... Das ist für wahrscheinlich Waffen aufladen später, wenn wir welche haben. Gibt's hier bekannte Mans oder sind das so welche, die keiner kennt? Okay, das ist hier der Mr. Ferrari da oben. Kann auch nicht hochschießen übrigens. Ist doch bestimmt Wily, oder? Future Wily. Nee, es ist Boba Fett. Boba Fett in Lila. Boah, dieses Geräusch auf dem rechten Ohr, ne? Boba, lass mich in Ruhe. Die leider bestimmt nicht mehr. Boba! Du nutzloses Stück Metall. Hast du wirklich gedacht, du könntest mich besiegen? Ich denke, ich bin nicht stark genug, um ihn zu besiegen. X. Du solltest nicht erwarten, ihn zu besiegen. Er ist...
entwickelt, um eine Kampfmaschine zu sein. Erinnere dich, du hast deine wahre Kraft noch nicht erreicht. Wenn du alle Fähigkeiten, mit denen du, für die du entwickelt wurdest, benutzt, solltest du stärker werden. Du wirst vielleicht genauso stark wie ich bin. Ich werde vorausgehen und so viele Informationen über Sigmas Schloss sammeln, wie ich kann. Ich werde dich wieder treffen. Werde ich dort wieder treffen. Wir sehen uns später. X, ich weiß, du kannst es schaffen. Okay. What? Ich kann speichern, okay? Ich speichere einfach mal. Was? Hä? Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wir haben Stages? Map? Also eine Karte? Okay, das ist die Karte. Das ist die... Da können wir die... Ah, wartet mal. Map? Da sehen wir, wo was ist. Okay. Mega Man kann ich nicht andrücken. Ah, okay. Gut, ich habe keine Ahnung, was Fuß und Pfund, kein Plan. Aber okay. Stage. Nee, ich möchte die Specs sehen. Ich möchte wissen, Spark Mandrill. Sting Chameleon. Boomer Kuwange. Covenger? Kuwanga? Keine Ahnung. Flame Mammut. Oh ja, das Feuer Mammut. Chill Penguin. Launch Octopus. Armored Armadillo. Armored Armadillo klingt so nach jemandem, den man als erstes macht. Das ist so ein Standard Erst-Level-Boss. Wer die anderen Megaman-Teile bei mir nicht gesehen hat, der kann das dringend nachholen mal. Habt ihr mich gerne gespielt und jetzt machen wir den gepanzerten Armadillo. Von der Story, also wir wollen wohl diesen Typen aufhalten. Ich weiß jetzt bisher nicht ganz, oh Gott. Das ist die Stage, die wir da in der Vorschau gesehen haben. Vielleicht bin ich da ja gar nicht mal so schlecht bei. Also ich finde, was so einen Namen mit gepanzert hat, das klingt immer so... Oh Gott. Ich muss weg. Okay. Soweit komme ich nicht. Soweit kann ich nicht springen. Habe ich sonst irgendwelche Skills? Nee. Ich kann sonst tatsächlich nichts machen. Oder habe ich hier noch irgendwas? Ich habe noch eine Escape-Unit. Aber ich glaube, damit verlasse ich das Level. Wow. Und Level verlassen will ich ja nicht. Oh, das Ding wirft Rasierscheiben. So Sägen, Sägeblätter. Kackvogel, ey. Oh, Leben. Großes Leben. Okay, hier unten ist das andere Vieh, wartet mal. Wort, wenn mich das einmal trifft, bin ich instant weg. Okay. Ich hätte hier gerne Rollbomben oder sowas. So, das scheint mir irgendwie der bessere Weg zu sein, wie ich das jetzt gemacht habe. Mega Man X. Das habe ich an Mega Man nicht vermisst, ne? Es ist schwierig as fuck. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen vorauszurennen, nach Möglichkeit.
Moment, kann ich hier vielleicht... Ah, okay. Und wie soll der Spaß gehen? Okay. Aber man kann es auch übertreiben, ne? Mit diesen Sprüngen. Das habe ich an Mega Man auch nicht vermisst, ne? Diese Sprünge. Ihr wisst noch, wie ich mich in anderen Mega Man-Teilen über die teilweise sehr unfairen Mechaniken beschwert habe. Soweit ich weiß, soll das hier drin nicht besser sein. Oh Gott. Aber ich finde es super, dass Capcom die Möglichkeit gibt, mit diesen Legacy Collections das Ganze jetzt nochmal zu erleben, weil ich habe als Kind nie Mega Man gespielt. Ehrlich nicht. Nicht einmal. Oder maximal ein... Oh Gott, schwer so ein Reifen. Maximal einmal vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es mal bei einem Freund irgendwie... Weiß ja auch nicht. Wow. Nein. Lass mich in Ruhe. Okay. Gerade so noch gerettet. Diese dämliche Fledermäuse. Wären beinahe mein Tod gewesen, wenn wir da nicht Invincibility Frames gehabt hätten. Ah! Geh weg! Okay, da oben ist ein Herzcontainer, da komme ich schon mal nicht dran. Stimmt, so ein Full-Life-Ding. Fledermaus hätte ich bestimmt noch für Invincibility gebraucht oder so. Ja, geil. Direkt wieder verkackt. Das Ding wieder da? Ja, natürlich. Sehr schön. Au. Frame Drops? Alles klar. Und nein! Warum sagt mir das keiner? Oh, jetzt müssen wir alles nochmal machen. Okay, dann versuchen wir das beim nächsten Mal nochmal. Lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen, wo es weitergeht mit Mega Man. Mega Man X. Bis dann, euer Wolf.